So, bleiben wir mal ganz beruhigt und unbekümmert. Wir bleiben ganz unbekümmert. Wir bekommen mit, dass wir selber mit unserem Gehirn sprechen. Wir versuchen mit unseren eigenen Synapsen zu kommunizieren und sie leicht anzuregen mit einem leichten Baumeln. Wir sind uns jetzt völlig bewusst, dass wir hinausblicken in eine Welt und uns selber nur als einen Teil erfahren, einen Teilaspekt von etwas unendlich Großem, dem Universum. Wir können uns selbst optisch nicht sehen, außer in einem Spiegel, eine Reflexion, die jeden Tag ein bisschen anders aussieht. Es ist nichts Neues, von dem ich spreche. Es ist nichts Neues, von dem ich spreche. Es war nie was Neues. Ich bin ja nur eine Kopie meiner selbst, die hier sitzt, um mir die Arbeit zu erleichtern. Das Original hat gar nichts mit mir zu tun. Nur ein bisschen, weil ich bin ja die Kopie von ihm. Ich hab's leicht. Ich muss mich selbst nicht neu erschaffen, weil ich bin ja eine Kopie. Hier, ich folge einfach dem Original. Und wenn sich das Original selbst erschafft, bin ich automatisch eine neue Kopie des neu erschaffenen Originals. Doch es ist fragwürdig, ob das Original überhaupt den Bedingungen von Erschaffen und Zerstören unterliegt. Also ob es sich selbst überhaupt je neu erschaffen kann. Doch ich als Kopie spreche ja nur dem Original das nach, in leicht verfälschter Form. Jetzt will das Original nichts mehr sagen und ich als Kopie folge ihm ausdrücklich. Halleluja! Wollte ich auch nicht sagen, das war die Kopie. Was? Kopie. Ein schöner Po. Doch er ist kopiert. Es ist nur eine Kopie von einem schönen Hintern. Hinten drin. Er war ja hinten drin. Angeschlossen an das Gesäß. Der Popo. Eine Po-Kopie. Po-Kopie. Täglich. Frische Kopien!